von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Etwas daneben, wir kommen eines Tages doch ans Ziel. Ein bisschen Glück gehört dazu im Leben, denn auch das Leben ist ein großes Spiel. Heute ist ein ganz besonderer Tag, heute muss es uns gelingen, denn schon der nächste Glockenschlag kann die Entscheidung bringen. Wie es auch immer kommen mag, das Warten ist vorbei. Für uns ist heute ein großer Tag, denn wir sind mit dabei. Das große Spiel wird gleich beginnen. Das große Spiel, gleich fängt es an. Und keiner weiß, wer wird gewinnen. Doch jeder hofft und jeder glaubt und denkt daran. Hochverehrtes Publikum, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Konzertgala mit dem Titel Lieder, die das Leben schrieb. Und natürlich bin ich nicht alleine gekommen und für die heutige Zeit absolut unüblich mit einem großen Orchester auf dieser Bühne unter der Leitung Solistinnen und Solisten, unter der Leitung von Generalmusikdirektor Herwig Grazer. Und drei bezaubernde junge Damen mit unwahrscheinlich schönen Stimmen. Die Gruppe Sweet and Lovely. Meine Damen und Herren, vielleicht werden sich manche von Ihnen fragen, warum ein Mann, der 44 Jahre auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stand und heute wieder steht, warum der heute Abend zu Ihnen gekommen ist. Ich werde es Ihnen
musikalisch erklären. Denn darum bin ich heute wieder hier. Manchmal frage ich mich, ob sich das wirklich alles lohnt. Jeden Abend auf der Bühne und jedes Mal in einer anderen Stadt. Fotos, Fernsehen, nur Termine und immerzu in Form und akkurat. Jeden Abend Lampenfieber, das alte Lied, doch immer wieder neu. Wäre das nur schon vorüber, alles andere wäre mir ziemlich einerlei. Doch dann spür ich das erhebende Gefühl, wenn ich hier auf dieser Bühne stehe. Ich höre den Beifall rauschen und ich möchte mit keinem tauschen, wenn ich erwartungsvolle Augen vor mir sehe. Und ich weiß, ihr habt Vertrauen zu mir. Und darum bin ich heute. Manchmal frage ich mich, ob ich's nicht leichter haben könnte. Jeden Abend andere Leute, erwartungsvoll und kritisch obendrein. Gestern war doch nicht wie heute, nur ich soll immerzu derselbe sein. Jeden Abend dieses Bangen, ob ich auch heute wieder überzeugen kann. Vor Ungewissheit, wie befangen, es kommt mir vor, als fing ich ganz von vorne an. Doch dann spür ich das erhebende Gefühl. Ein Erlebnis, das stets wiederkehrt. Wenn meine Zweifel schwinden und ich kann zu euch finden, das ist mir den höchsten Einsatz immer wert. Denn ich weiß, ihr habt Vertrauen zu mir und darum bin ich heute. Und darum bin ich heute wieder hier. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass meine kleine musikalische Botschaft bei Ihnen angekommen ist. Und nun darf ich unseren technischen Leiter auf die Bühne bitten. Er wird ein Requisit bringen, das den meisten von Ihnen ja auch nicht unbekannt sein dürfte. Herzlichen Dank unserem technischen Leiter. Meine Damen und Herren, Lieder, die das Leben schrieb, man muss ja ein Stückchen zurückgehen. Es begann in der Freien und Hansestadt Hamburg. Vor vielen, vielen Jahren, da gab es in der Bernhard-Nocht-Straße eine kleine Kneipe, verrucht, verraucht, aber lokal schon sehr bekannt. Und da saß damals ein junger, unbekümmerter, aufmöpfiger Kerl auf der Theke und sang sein internationales Programm. Und frequentiert wurde diese Kneipe von Seeleuten aus aller Herren Länder.
Ja, mit EE, die Seeleute. Und Seeleute mit H. Und vielen, vielen Leuten, die diesen Mann hören wollten. Und da verkehrten auch in dieser kleinen Kneipe die Damen St. Paulis, ja, die man normalerweise nicht als solche bezeichnete. Und dann kamen natürlich auch die Beschützer dieser Damen. Wie hießen die damals noch? Die Two-Holders. Ja, das ist Englisch, ja. Ja, Two heißt zu und halten heißt to hold, ja. Die mussten die Türe zuhalten, dass der Seewind nicht in diese Kneipe reinkam. Ah, Sie haben es da? Ja, ja, meine Damen und Herren. Und eines dieser Lieder, das sollen Sie gleich hören, nachdem Sie visuell diese Kneipe gesehen haben. Die gute alte Washington Bar in Hamburg auf St. Pauli. A sailor met a girl, they stood on the pier. He asked, my darling, where do we go from here? But she took his hand and they went for a walk. Spazieren heißt das. She looked at him sweetly, then she started to talk. Und jetzt sagt sie, oh darling, my darling, I do love you so. Please come with me to a place I know. Der Akzent ist prima, nicht? From the ferry number 7, it is not so far. It's right around the corner, called the Washington Bar. Everybody with me now. Cigarettes and whiskey and wild-eyed women, they'll drive you crazy to get you so far. Cigarettes and whiskey and wild-eyed women, there's no place in Hamburg like the Washington Bar. Ach, diese kleine Kneipe in der Bernhard-Nordstraße. Ja, ja, lange, lange ist es her. The place, it was small, it was cozy and sweet. You could relax, you could warm your cold feet. And you listened to Freddie when he played the guitar. Ja, das war ich, ja. There was no place in Hamburg like the Washington Bar. All right, everybody. Cigarettes and whiskey and wild-eyed women, they'll drive you crazy, they get you so far. Cigarettes and whiskey and wild-eyed women, there was no place in Hamburg. Ach, wie diese kleine, verrauchte Kneipe in der Bernhard-Nordstraße in Hamburg auf St. Pauli. Like that Washington Bar. Danke, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, ja. Und eines Tages betrat ein sehr eleganter Herr diese Kneipe und kreuzte mich ein paar Mal, übersah mich total. Schließlich blieb er stehen und sagte mit näselnder Stimme, ich habe gehört, hier soll ein junger Künstler seine Lieder zum Besten geben. Dann guckt er mich an und sagt, ach, sind Sie das? Na, ich hätte ihm am liebsten die Gitarre so über den Kopf gehauen, dass er nicht mehr aufstehen konnte, aber ich hatte nur eine Gitarre, also ließ ich's bleiben. Heute habe ich ja zwei. Ja, wirklich, ich habe zwei, echt, ja. Meine Damen und Herren, er sagte, er käme von der Firma Polydor. Nun wusste ich ja gar nicht, was ist Firma Polydor. Ich dachte, das war eine Backpulverfabrik oder sowas Ähnliches. Nein, sagt er, es ist die größte Schallplattengesellschaft Europas. Und Sie sollen zu einem Vorsingen kommen. Oh, sage ich, vorsingen, das könnte ja vielleicht eine Chance sein, weiterzukommen. Heute würde man auch nicht vorsingen sagen, nicht? Heute würde es ja audition, audition heißt das ja heute. Aber ich ging zu diesen Vorsingen und hier sollen Sie auch hören, das Lied, das ich damals vorsingen durfte, muss sagen durfte. Some people say a man is made out of mud. A
Poor man is made out of muscle and blood. Oh, muscle and blood and skin and bone. A mind that's so weak and a back that is strong. You load 16 tons, but what do you get? Another day older and deeper in debt. Sam Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. Well, the star boss said, you better bless your soul. You load 16 tons, but what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. You see me coming, better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't you get you, well, the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to that company store. Yeah. Danke, meine Damen und Herren. Danke. Ja, ja, Sie applaudieren, aber mein Produzent damals, der applaudierte überhaupt nicht. Der kam auf mich zu und sagte, was ist denn das? Ich sag, 16 Tons, Tennessee Ernie Ford, big hit in America, ein Riesenhit in Amerika. Tja, sagt er, dann sind Sie ja hier ganz falsch. Dann müssen Sie zur BBC oder zu AFN, British Broadcasting Company, oder zum amerikanischen Soldatensender. Denn bei uns 1954 wird Deutsch gesungen. Tja, damals vielleicht hat er recht, aber meine Damen und Herren, wenn heute ein junger Nachwuchskünstler die Chance hätte, eine CD zu besingen, und er geht ins Studio und singt in Deutsch, dann kann er gleich wieder nach Hause gehen. Ja, ja. Aber ich hatte dann doch die ganz große Chance mit einem Lied, und ich glaube, für viele von Ihnen ist dieses Lied nicht unbekannt. Es kann sein, dass manche von Ihnen dieses Lied noch im Ohr haben oder in ihrem Herzen. Und wenn Sie die Fanfare hören, die Einleitung, dann werden Sie wissen, um welches Lied es sich handelt. Schön war die Zeit. Schön war die Zeit. Brennend heiße Wüstensand. Fern, so fern dem Heimatland. Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz. Alles liegt so weit, so weit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause, wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein? So schön, schön war die Zeit. Schön war die Zeit, viele Jahre, schwere Fronten.
weit karger Lohn. Tag aus, Tag ein, kein Glück, kein Heim, alles liegt so weit, so weit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause. Wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein? Hört mich an, ihr goldenen Sterne, grüßt die Liebe in der Ferne. Mit Freud und Leid, es verrinnt die Zeit, alles liegt so weit, so weit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause. Wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein. Erinnerung. Danke. Ja, ja, meine Damen und Herren. Erinnerungen. Schön war die Zeit. Jawohl. Danke. Danke, meine Damen und Herren. Und dann hatte ich die große Chance, das erste Mal einen Film zu drehen, in dem ich als Hauptdarsteller mitwirkte. Und meine Partnerin war eine junge Dame, eine bezaubernde Schauspielerin, fantastische Schauspielerin, Corny Collins. Und mein Partner, das war ein kleiner Junge, ein ganz frecher Steppke, ja. Und der hatte etwas ganz Besonderes, was man selten im Leben findet. Er war so unmusikalisch, wie ich niemals zuvor und danach einen Menschen gehört habe, so unmusikalisch kann ja keiner sein. Und er sang so gerne. Er sang ununterbrochen und so herrlich falsch. Das ganze Team war begeistert. Ja, meine Damen und Herren, wir animierten ihn. Immer soll er singen, ja. Und Sie können, glaube ich, jetzt gleich hier auf diesem Bild auf der Leinwand sehen, das ist er in der Mitte, der kleine Christian Machalet. Und heute, meine Damen und Herren, heute ist er Doktor der Theologie und er leitet einen theologischen Fachverlag in Frankfurt. Ein Glück, dass er nicht Priester geworden ist, denn stellen Sie sich vor, der müsste Ave Maria singen oder den Segen singen. Nein, meine Damen und Herren. Aber das Titellied aus diesem gleichnamigen Film, auch Erinnerungen, das sollen Sie jetzt hören. Und es heißt Die Gitarre und das Meer. Jimmy Brown, das war ein Seemann, Juanita, Anita. Und das Herz war ihm so schwer, Juanita, Anita. Doch es blieben ihm zwei Freunde, Juanita, Anita. Die Gitarre und das Meer. Jimmy wollte ein Mädchen lieben, doch ein anderer kam daher, und als Trost sind ihm geblieben die Gitarre und das Meer. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt. Und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält. Thank you.
ob am Quai von Casablanca, ob am Kap von Salvador, singt der Leis von Juanita, deren Liebe ihr verlor. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt, und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält. Juanita, Anita, Juanita, Anita, Juanita, Anita. Jimmy wollte kein anderes Mädchen, doch sein Leben war nie leer, denn es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. Die ganze Welt gesehen, in jedem fernen Hafen, da wollte er vor Anker gehen. Die Sehnsucht trieb ihn weiter, er glaubte an sein Glück, doch es führten alle Wege nach St. Pauli zurück. Nach St. Pauli zurück. Junge, komm bald wieder. Bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder. Bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Wohin die Seefahrt mich im Leben trieb, ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. In jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie, bleib nicht so lange fort. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hin.
Ja, ja, meine Damen und Herren. Erinnerungen. Meine Damen und Herren, der normale Verlauf eines Konzerts, das Prozedere wäre jetzt folgendes. Der Hauptdarsteller, der Sänger, der Interpret geht jetzt von der Bühne, bedankt sich für ihren Applaus. Sie applaudieren, vielleicht tun die Hände schon ein bisschen weh, wenn es ihnen gefallen hätte. Dann kommt er wieder, verbeugt sich wieder, ein nettes Lächeln, hurra, ich bin wieder da, dann geht er wieder weg. Und das wiederholt sich so, dann kommt er nochmal, zeigt ganz kurz auf das Orchester, na, die haben ja auch ein bisschen mitgespielt, dann geht er wieder weg und das ist so, ach, das ist ja so nervend. Meine Damen und Herren, Sie kennen doch Mediamarkt, ja? Im Deutschen gibt es den Slogan, Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd, ja? Ich bin doch nicht blöd, ich weiß doch, dass Sie wissen, dass hier noch Zugaben kommen. Warum soll ich auf- und abrennen? Da bleibe ich gleich hier. Und Sie werden schon merken, wenn es aus ist, ja? So, meine Damen, dann sparen wir uns so viel, das ist ja herrlich. 1960 hatte ich das große Vergnügen und die Freude, einen Film in Brasilien drehen zu dürfen. Und wir drehten auch ein Jahr vor der offiziellen Eröffnung von Brasilia. Und da gab es ein Titellied in diesem Film, das in Deutsch sicherlich noch bei Ihnen in Erinnerung sein wird. Aber die Brasilianer, die fanden dieses Lied so unwahrscheinlich schön. Die Brasilianer liebten dieses Lied und sie machten einen brasilianischen, sprich portugiesischen Text dazu. In Brasilianisch heißt dieses Lied Violão Brasileiro. Aber vielleicht können Sie sich erinnern, wenn ich sage La Guitarra Brasiliana. Ich hab eine große Liebe, die ich vorher nie gekannt. La guitarra brasiliana, violão brasileiro, hab ich sie genannt. Was dem einen sind die Träume, was dem anderen Gut und Geld. La guitarra brasiliana, la guitarra, du bist meine Welt. Bin ich mal froh und glücklich, dann lass du genau so wie ich. Doch bin ich einmal traurig, weißt nur du, was ich fühle. Und dann weinst du für mich. Du begleitest mich durchs Leben. Und ich danke dir dafür. La guitarra brasiliana, la guitarra, du gehörst zu.
Herzlichen Dank für die schönen Blumen. Die müssen jetzt aber sofort ins Wasser, sonst sehen sie nach der Vorstellung genauso vertrocknet aus wie ich jetzt. Ja. Na, so schlimm ist es nicht, meine Damen und Herren. Früher, da brauchte ich für die Maske 2 Minuten. Heute brauche ich überhaupt keinen Maskenbildner mehr. Ich reise mit eigenem Stuckateur. Meine Damen und Herren, 1957 habe ich ein Lied aufgenommen, das für die damalige Zeit ein bisschen zu meinem Vorleben passte. Aber dass dieses Lied heute aktueller denn je ist, das ist eigentlich eine Schande. 2002. Es besagt, dass viele, viele Menschen auf dieser Welt nicht wissen, wie es morgen sein wird, wo sie morgen hin sollen, wo sie ihr Haupt betten können, ob sie morgen noch irgendetwas zu essen bekommen. Viele Millionen. Und denen möchte ich dieses Lied widmen. Es heißt Heimatlos. Heimatlos sind viele auf der Welt. Heimatlos und einsam wie ich. Überall verdiene ich mein Geld, doch es wartet keiner auf mich. Keine Freunde, keine Liebe, keiner denkt an mich das ganze Jahr. Keine Freunde, keine Liebe, wie es früher einmal war. Hoffnungslos ist keiner auf der Welt. Einmal kommt auch für jeden die Zeit. Und ich hoffe, das Schicksal hält. Auch für viele, viele Millionen bereit. Ein paar Freunde, eine Liebe, daran denke ich das ganze Jahr. Ein paar viele, viele Millionen auf dieser Welt ein Zuhause. Ein Glück. Danke. Danke, meine Damen. Zum letzten Mal, meine Damen und Herren, Sie haben es verdient. Unsere Solistinnen und Solisten unter der Leitung von Generalmusikdirektor Herwig Kratzer. Danke. Wunderbar. Danke vielmals. Danke. Sweet and lovely. Anja Agnieszka Justina. Concertmaster. Thank you. Dankeschön, meine Damen und Herren. Ein bisschen Wehmut am letzten Tag einer Tournee, die über 18.000 Kilometer über die Landstraßen Deutschlands und Österreich ging. Ein bisschen Wehmut, aber auch ein bisschen Wehmut, denn Sie haben heute etwas erlebt und das sage ich verbindlich. Sie haben die letzte Konzerttournee von dem Mann, der jetzt zu Ihnen spricht, erlebt. Es ist die letzte. Das heißt aber nicht, meine Damen und Herren, vielleicht irgendwo im Fernsehen oder auf einer Bühne eine Gala. Aber als Tournee und in dieser Form das Letzte. Denn ich habe eines gemerkt, heute
Sie waren ein so wunderbares Publikum. Und ich weiß, es ist besser, am Höhepunkt eines Abends aufzuhören, als dass Sie dann irgendwann mal sagen, mein Gott, jetzt habe ich aber Mitleid mit den Interpreten, der da auf der Bühne steht. Das möchte ich nicht, meine Damen und Herren. Ich verabschiede mich von Ihnen und sage herzlichen Dank. Sie sind wunderbar, wirklich. Danke. Danke, meine Damen und Herren. Dankeschön. Danke. Danke, meine Damen und Herren. Aber wenn Sie noch einen Moment Geduld haben würden, die Dankesworte, die ich jetzt von mir gebe, die sind sehr wichtig. Ich möchte mich doch auch in Ihrem Namen für diese Tournee, für alle die Schwierigkeiten, die wir hatten bei unserem technischen Team bedanken. Sie alle haben Ihr Bestes getan und das war wirklich mehr als das Beste. Scheinwerfer, Projektion, akustisch, Sound, der Ton, der gute, nicht nur im Benehmen von mir, sondern auch der akustische und der Fahrer des Busses, dass wir alle ankommen, immer richtig und alle. Und hier im Hause, meine Damen und Herren, einen herzlichen Dank. Ich bin blöd, es kommen mir die Tränen. Dem Konzerthaus in Wien, dem ganzen Stab, allen Mitwirkenden, herzlichen Dank. Das wollte ich vermeiden, Mensch, verdammt. Danke, meine Damen. Danke. Und meinem Publikum. Gib mir ein D. Show me the way to go home. I'm so tired and I want to go to bed. I had a little drink about an hour ago. Es war nicht so schlimm, es war Salbeitee in der Garderobe. And it went right up, all the way up to my head. Now wherever you wonderful people here in the audience may roam, on land, on sea, on foam, you can always hear me, hear us, singing and playing this tiny last little tune on this tour. Show us the way to go home. You all ready for the last time? Thank you, ladies and gentlemen. Show me the way to go home. I'm tired and I want to go to bed. I had a little drink about an hour ago, and it went right up to my head. Wherever you may roam, on land, on sea, on foam, you can always hear me sing this little song. Show me the way to go home. Show me the way to go home. I'm tired and I want to go to bed. I had a little drink about an hour ago, and it went right up into my head. Wherever you may roam, on land, on sea, on foam, you can always hear me singing this little song. Show me the way to go home. All right, jump up for the last time. I had a little drink about an hour ago. It went right up into my head. Wherever you friendly people hear me roam, on land, on sea, on phone, you can always hear me sing this little song. Show me the way to go home. All right, that drummer man, for the last time, knock it off there. Let's go. Show me the way to go home. I'm tired and I want to go to bed. I had a little drink about an hour ago. I had it went right up into my head. Well, you may roam on land,
Show ist vorbei, die Bühne wird leer, nur der Gaukler im magischen Licht. Und hier steht sein Koffer, schon rissig und alt. Was drin ist, das sagt er uns nicht. Ringsum beklebt mit den Bildern der Welt, ziehen Länder und Träume vorbei. Er hat alles gesehen, er hat alles erlebt, der Koffer ist immer dabei. Der Koffer des Gauklers wird niemals leer, das Spiel fängt immer neu an. Es ist das alte Spiel von der Manege des Lebens, dass der Gaukler so herrlich singen kann. Es ist das alte Spiel von der Manege des Lebens, dass der Gaukler so herrlich singen kann. Du, vergiss mich nicht hier, scheint der Koffer zu sagen. Lass mich nicht irgendwo stehen. Hör gut zu, Gaukler, wir beide, wir müssen noch viel wagen. Lass uns den Weg weitergehen. Der Koffer des Gauklers wird niemals leer. Das Spiel fängt immer neu an. Es ist das alte Spiel von der Manege des Lebens, dass der Gaukler so herrlich singen kann. Es ist das alte Spiel von der Manege des Lebens, dass der Gaukler so herrlich singen kann. Kommen Sie gut nach Hause, meine Damen und Herren. Und danke. Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz, alles liegt so weit, so weit. So schön, schön war die Zeit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause. Da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein? So schön, schön war die Zeit. Sänger, Schauspieler und Entertainer, wurde geboren am 27. September 1931 als Franz Eugen Helmut Manfred Miedl in der Nähe von Wien, einem kleinen Dorf. Seine Eltern heirateten 3 Jahre später. Der Vater zieht bald nach der Hochzeit mit dem Sohn in die USA. Freddy erlebt seine frühe Kindheit und Einschulung in Morgantown, West Virginia. Englisch wird seine zweite Muttersprache. Seine Mutter erhält 1938 das Sorgerecht und Freddy kommt nach Wien zurück, wo er von dem zweiten Ehemann seiner Mutter adoptiert wird. Nach dem Krieg versuchte er als 14-Jähriger zu seinem Vater in die USA zu gelangen, wird aber von den Behörden wieder zurückgeschickt, da sein Vater 1943
bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Nach mehreren gescheiterten Schulbesuchen schließt sich Freddy einem Wanderzirkus an. Da sein Stiefvater ihn suchen lässt, setzt sich Freddy über verschiedene Stationen nach Algier ab. 1950 kam er nach Deutschland und seine ersten Arrangements als Sänger in verschiedenen Hamburger Bars folgten, wie der Washington Bar auf St. Pauli, wo er 1954 von dem Regisseur Jürgen Roland und dem Musiker Werner Becker entdeckt wird. 1952 erhielt er die erste Auszeichnung mit dem ersten Preis eines Sängerwettbewerbsstreites in Belfast, England. 1954 machte er die ersten Schallplattenaufnahmen, vor allem von Seemannsliedern, später auch Country-Musik, Beginn des Gesang- und Schauspielunterrichts. Die ersten Aufnahmen erfolgen unter dem Künstlernamen Federico Quinn. Später folgte dann der Name Freddy bzw. Freddy Quinn. Ab 1956 mit dem Lied Heimweh wird Quinn erstmalig mit der goldenen Schallplatte ausgezeichnet. 1958 Aufnahmen weiterer Schallplatten mit großem Erfolg, unter anderem Heimatlos 1958, Die Gitarre und das Meer 1959, Unter fremden Sternen 1960, La Paloma 1962 und Junge komm bald wieder 1965. Bis 1993 verkauft Quinn über 60 Millionen Tonträger, erhält 15 goldene Schallplatten und 16 Mal die Auszeichnung Goldener Löwe von Radio Luxemburg. 1957, erster Auftritt als Filmschauspieler in dem Film Die große Chance. 1959, Hauptdarsteller in dem Film Die Gitarre und das Meer. 1959, der mit dem Bambi als erfolgreichster Film des Jahres ausgezeichnet wird. Seit 1962 Auftritte in Musicals wie Heimweh nach St. Pauli 1962, Der Junge von St. Pauli 1970, Große Freiheit Nummer 7 1984 und Operetten wie Die Fledermaus 1968, unter anderem in Hamburg, Berlin, Wien und München. Ab 1976-77 Präsentation eigener Fernsehshows, Moderator des Artisten-Cocktails 1980, Entertainer der Sendereihe Manegen der Welt, bis er 1981 die Moderation der Fernsehreihe Zirkus Zirkus übernimmt. 1981 Konzert in der New Yorker Carnegie Hall, Ausstrahlung der Personality Show Freddy Quinn in Konzert im deutschen Fernsehen. 1984 Freddy Quinn erhält das Bundesverdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland für seine Verdienste um das deutsche Liedgut. 1986 Geburtstagssendung im Fernsehen, ein Abend für Freddy Quinn. Seit 1993 Moderation weiterer Zirkusvorführungen im Fernsehen. Der Junge von St. Pauli hat die ganze Welt gesehen. In jedem fernen Hafen wollte er vor Anker gehen. Die Sehnsucht trieb ihn weiter, er glaubte an sein Glück. Doch es führten alle Wege nach St. Pauli zurück. Wir spielten schon als Kinder
Kapitän und Steuermann. Die Elbe bei St. Pauli war unser Ozean.